Servus zusammen, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie ihr wisst, stelle ich immer wieder gerne hier auf meinem YouTube-Kanal meine neuesten Produkte vor. Und das letzte Mal haben wir passend zu meinem Streaming-Setup ein Mikrofon gesucht. Hier haben wir das Wi-Fi, könnt ihr sehr gerne das alte Video anschauen. USB-Kondensator-Mikrofon, 30 Euro. Ich bin absolut begeistert, habt es hier auf dem Tisch stehen. Der PC steht auch hier, das wisst ihr ja, und genial, für 30 Euro kann man nichts falsch machen. Auf jeden Fall wollte ich mich bedanken, weil im letzten Video hat mir jemand dieses Feedback dagelassen. Ich soll mir doch dieses Mic anschauen. Vielen Dank. Ich bin mehr als zufrieden für diesen Tipp, für dieses Geld. Das ist unter 50 Euro, da kann man nichts sagen. So, heute geht es aber um was anderes. Um was geht es? Kamera haben wir, Bildschirm haben wir. PC haben wir, Kondensator, Mic haben wir auch am Start, aber da ich jetzt auf dem PC spiele, eigentlich seit 20 Jahren ja ein Controllerspieler bin, aber doch mal Bock hatte auf dem Keyboard und einer Tastatur zu spielen, dachte ich mir, ich besorge mir ein Keyboard. Und ja, ich bin jetzt auch nicht so der Pro, was daran so gut ist, habe mich mal im Monat ein bisschen informiert. Bisschen auf YouTube, bisschen auf Twitch, überall mal durchgeschaut und ich zeige euch jetzt erstmal meine Tastatur. Der ist richtig krass. Also das ist meine alte Tastatur, das ist jetzt nicht die neue, gell? Ob die mechanisch ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es Plastik ist und im Batteriebetrieb läuft. Und wenn man dann doch mal einfach Bock hat, damit zu zocken und während einer Warzone-Runde oder während einem Boxfight bei Fortnite einfach die Batterie rausfällt, dann habt ihr gar keinen Bock mehr und gar keinen Spaß. Deswegen habe ich mich lange informiert. Ich wollte nicht unbedingt viel Geld ausgeben, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, lieber spart man doch mal ein, zwei Monate mehr und kauft sich dann nicht das High-End, aber so das Mittelprodukt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir uns von Rocket die Vulkan, Tangless Design Tastatur holen. Und ich muss sagen, 660 Gramm, sehr wertig. Ich zeige sie euch gleich in nah. Ich zeige sie euch gleich nochmal so kurz. Schön. Einfach mit dieser Beleuchtung. Ich liebe ja RGB-Beleuchtung, wisst ihr ja, LEDs. Wer immer meine Streams fleißig schaut, vielen Dank für den Support. Auch auf YouTube. Jedes einzelne Kommentar lese ich mir durch. Jedes Feedback gebe ich ein Herzchen, weil ich feiere das komplett und freue mich immer mega. Ich habe auch gesehen, ich habe ja diese Affiliate-Links von Amazon Partner und vielen Dank auch, dass ihr die Produkte wirklich über meine Links bestellt. Und klar, ich bekomme nicht viel, aber jeder Cent ist es wert, wo ich mich darüber freue. Aber das Beste ist wirklich das Feedback von euch. Wenn jemand sich auch so freut und sagt, geil, schön, dass ich mir das gekauft habe und ich habe mega Spaß damit, das ist für mich das Allerwichtigste. Deswegen habe ich überhaupt damit angefangen, Produktvideos zu machen, weil ich oft Produkte gekauft habe und hatte nie ein Feedback dazu und die haben mich dann nachher abgefuckt auf gut Deutsch, die Produkte. Deswegen stelle ich euch mit meiner ehrlichen Meinung meine Produkte vor, wo ich kaufe und ob sie mir dann auch noch gefallen. Ja. Tastatur habe ich jetzt erst 2-3 Stunden getestet, aber die Qualität, das Aussehen, wow, abartig. Also, da lohnen sich die 120 Euro. Aktuell sogar im Angebot, für 108 Euro habe ich gesehen. Ja, 12 Euro minus gemacht, aber auch nicht so schlimm, sage ich mal. Ich zeige euch die Tastatur gleich im Detail. Auf jeden Fall habt ihr Titan Switch Mechanical, also rote Switches habt ihr. Ich glaube, ich kann mal hier gucken. Ich habe hier mal die Seite aufgemacht extra, dass ich ein bisschen lesen kann, weil ich bin jetzt auch nicht so der Profi oder der Alleswisser. Aber Vulkan, TGL oder TKL, wie auch immer. Rocket Titan Switch linear 1,4 mm Bestätigungsabstand linear. Die neueste, die Pro-Version hat ja optisch, also die ist noch ein bisschen heftiger. Aber 160 Euro, ehrlich gesagt, waren mir jetzt einfach doch zu viel. Lebensdauer 50 Millionen Tastenanschläge.
kompaktes, eben TKL-Format, integrierte Einstellspeicherung, Rocket Easy Shift-Technologie, 32-Bit AMR, Cortex M0 basierter Prozessor. Kein Plan, aber klingt gut. 1000 Hertz Polling Rate und Gewicht eben 660 Gramm Masse. Ja, das ist wertig. Was ihr auch habt, Standfüße. Mit Gummis unten dran, da rutscht also hier auf meinem Mauspad rutscht gar nichts. Ich zeige euch das gleich alles nochmal im Nahdetail. Bisschen schneide ich dann so eine Aufnahme rein. Dann zeige ich euch auch, wo ihr die Tastatur anmachen könnt, wo ihr heller machen könnt. Und die Tastatur ist einfach wunderschön. Wirklich edel, richtig edel. Und boah, wer LEDs liebt, der liebt diese Tastatur. Aber nicht nur deswegen auch. Ich kann euch jetzt mal zeigen, ich hau einfach mal ein bisschen in die Tasten. Da könnt ihr einfach mal reinhören. Ich habe jetzt nebenher ein bisschen Musik, aber so, jetzt musste ich die Aufnahme doch nochmal neu starten. Man sollte halt nicht, wenn die Tastatur angeschlossen ist und man mit OBS aufnimmt, die Leertaste spammen, weil dann wird die Aufnahme gestoppt. Aber so ein Fail kann passieren. Ich habe sie jetzt mal ausgesteckt. So seht ihr sie jetzt einfach mal ohne Beleuchtung. Kann ich euch mal einfach so ein bisschen zeigen. Ich zeige sie euch aber auch gleich nochmal in der Nahaufnahme richtig. Was ich auch mega praktisch finde, was mir auch wichtig war, ist ein USB-C-Anschluss. Weil jeder kennt es, wenn das Kabel doch irgendwann mal kaputt geht. USB-C ist einfach moderne Welt. Somit können wir jederzeit das Kabel tauschen, switchen und haben kein Problem. Jetzt lasse ich euch einfach mal reinhören. Die Tasten fühlen sich so gut an. Abartig. Die haben so, wie so ein Curve-Monitor, will ich mal sagen. Es fühlt sich richtig gut an, wenn ihr einfach die Finger drauf legt. Auch Tastenanschlag sehr leicht durchzudrücken. Genial. Also, ich habe jetzt zwar erst 3-4 Runden gezockt, aber ganz anders wie meine 5-Euro-Tastatur. Das ist. Ja, ich drücke jetzt auch ein bisschen fester drauf. Kann man auch leicht. Hab da direkt aber das Mikrofon davor, also nicht wundern. Kann jetzt auch mal klar mal ein bisschen zurückgehen. Weiß jetzt nicht, wie stark das Mikrofon eingestellt ist. Ah, die Tastatur. Ich sag euch ehrlich, das ist eine Freude. Eine richtige Freude. Und da lohnt es sich wirklich, wie gesagt, einfach mal einen Monat länger sparen. Geil. Mir war es halt auch wichtig, dass die Tastatur einfach nicht groß ist. Die ist einfach kompakt, weil diese riesen 2 Meter Tastaturen gefühlt, da hast du ja gar keinen Platz mehr auf dem Schreibtisch. So kannst du wirklich die Tastatur hinlegen. Nebenhin die Maus ist es einfach perfekt zum Zocken. Aber eben vom, wie sagt man dazu? Vom, keine Ahnung, hier vom Durchdrücken. Man kann halt einfach richtig geil auch schreiben. Das gefällt mir richtig gut. So, zusätzlich habe ich eigentlich jetzt gar nicht mehr zu der Tastatur zu sagen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der Technikfreak, wo alles im Detail immer erklärt und alles auch weiß. Ich habe mich aber einen Monat darüber informiert und sehr viele Profis spielen im Competitive-Bereich diese Tastatur und das war einfach für mich aussagekräftig. Der Preis, klar, 120 Euro, aktuell im Angebot für 108 Euro. Gönnt euch, spart einfach und boah, ich bin mega überzeugt. Im nächsten Video kann ich euch dann Feedback auf Langzeit geben, was ich noch davon halte, aber ich glaube, ich werde sehr viel Spaß damit haben und zum Ansehen ist er auch mega nice und das zeige ich euch jetzt im nächsten Videoausschnitt. Ich danke euch auf jeden Fall für die ganzen Abos, für die Likes, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Wie versprochen, zeige ich euch die Tastatur jetzt ein bisschen in der Nahaufnahme, dass ihr einfach auch mal seht, wie wunderschön das mit den LEDs richtig aussieht. Nimm das jetzt einfach hier mit dem Handy mal auf. Ihr habt auf jeden Fall verschiedene Modis. Dazu müsst ihr dann sozusagen hier, komm, greif FN. Dann könnt ihr hier
streng, dann ist aus. Dann habt ihr einfach die Tastatur komplett aus, dann könnt ihr wieder anmachen. Und mit dem Cursor könnt ihr sozusagen einfach den Modus wechseln. Der Modus ist jetzt auch nicht schlecht, da geht es so ein bisschen langsamer durch vom Farbverlauf her. Hier habt ihr dann so Rot- und Orangetöne. Sieht auch nicht schlecht aus. Mir gefällt aber sozusagen, müsst ihr dann wieder nach rechts. Dieser Modus am allerbesten. Da ist es dann ein bisschen schneller alles. So dieser Regenbogenverlauf. Und sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Aber es geht ja nicht nur ums Aussehen, sondern wirklich auch, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, diese Wertigkeit einfach, dieses alles. Bis aufs Detail wurde hier Wert gelegt und das merkt man einfach wirklich extrem. Das ist, hier habt ihr zum Beispiel, ja, könnt ihr halt auch die Lautstärke von Musik und mit diesen ganzen Tastenkombinationen müsst ihr euch ein bisschen selber auseinandersetzen. Da will ich jetzt nicht alles erklären. Das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Tastatur. Und wie gesagt, dieser Curve-Effekt, wenn man halt, kann nochmal zeigen. Weiß nicht, ob man das sieht, aber wie gut der Finger einfach direkt drauf liegt. Der Anschlag ist ganz leicht zu drücken, aber auch so, dass man eben auch noch schreiben kann. Es ist wirklich mega, mega schön, die Tastatur. Also, ich bin jetzt schon begeistert und werde auf jeden Fall ein bisschen öfter noch auf Keyboard jetzt zocken. Dadurch ist halt wirklich die Motivation da, dass ich mir das Keyboard-Zocken beibringen werde, weil es einfach extrem gut sich anfühlt im Gegensatz zu meiner 5-Euro-Tastatur. Das war ja einfach nur ein Krampf. Das war eine Qual, sage ich euch ehrlich. Also, vielen Dank für euer stetiges Feedback. Danke für die ganzen Kommentare. Ich wünsche euch viel Freude, falls ihr euch die Tastatur zulegt. Wenn nicht, danke ich euch einfach fürs Ansehen und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.